So, herzlich willkommen zum Video. Heute Debunking Anastasia Tsamponidis. Und zwar behauptet sie, ohne Zucker zu leben und schlank zu sein und jung auszusehen. Und ich habe da so meine Zweifel, meine Bedenken, ob sie wirklich so ohne Zucker lebt, wie sie es behauptet. Und viele werden denken, ja, okay, sie meint ja nur, sie lebt einfach ohne industriellen Zucker. Und das mag auch stimmen, ja, aber Zucker per se, ja, ob das jetzt in der Frucht vorkommt oder extrahiert wird und dann als Haushaltszucker gegessen wird, bleibt trotzdem Zucker. Und wir schauen uns mal ihre Aussagen an und analysieren das unter einem High Carb, Low Fat, veganen Zucker pro Standpunkt. Und du verzichtest jetzt auf alles, wo Zucker drin ist? Oder nimmst du zum Beispiel, also isst du einen Apfel, da ist ja Fruchtzucker drin? Genau, ich esse einen Apfel und das ist ja ein perfektes Konstrukt von der Natur. Da sind Ballaststoffe, Mineralien, Vitamine und damit kommt der Körper bestens klar. Unsere Leber freut sich, Bauchspeicheldrüse, juhu. Aber wenn es halt so extrahiert ist, ne, damit kommt halt überhaupt gar kein Organ klar. Und das ist ja auch ein leeres. Es ist leere Energie, da ist ja nichts drin Wir haben außer. Medizin. So, also sie sagt, sie isst einen Apfel. Sie isst wahrscheinlich viel mehr als einen Apfel, ja. Sie isst wahrscheinlich sehr viel Obst. Sie ist wahrscheinlich sehr gesund. Ja, viel Obst und wahrscheinlich low fat, weil sie so schlank ist. Und vielleicht nimmt sie auch Stimulantien, das wissen wir nicht. Vielleicht trinkt sie ein bisschen viel Kaffee, um das noch alles in der Balance zu halten, genug Energie zu haben, aber wenig Zucker essen. Wissen wir nicht so genau, aber auf jeden Fall isst sie Zucker, ja, in Form von Obst. Und sie sagt, dass Zucker, extrahierter Zucker, leere Energie ist. Nein, tut mir leid, ist es nicht. Es hat immer noch 400 Kalorien pro 100 Gramm. Mediziner hier, also jemand, der sich eigentlich also mit Toten beschäftigt, aber ich vielleicht. Gerichtsmediziner. So, dann wird der Gerichtsmediziner eingeladen. Und mal hören, weil das hat eine ganz interessante Meinung. Obwohl er fett ist, ja, ist der gute Mann ist übergewichtig. Hören wir uns an, was er über Zucker zu sagen hat. Fragen. Sieht man das Organ an bei toten Menschen, ob die zu viel Zucker zu sich genommen Also haben? Organ nicht, aber natürlich haben wir in Deutschland ein massives Problem der Übergewichtigkeit. Okay, also erste Aussage, sieht man das, ob ein Organ zu viel Zucker hat? Nein, sieht man nicht, offensichtlich nicht. Alle Zellen verbrauchen Zucker und man kann höchstens sehen, dass die Glukosespeicher voll waren. Ich weiß aber auch nicht, ob man das sehen kann. Aber dass irgendein Organ von Zucker Schaden nimmt, existiert nicht. Und das sehen wir auch schon auf unseren Sektionstischen, dass manchmal die kleiner gewachsenen Assistenzärztinnen gar nicht oben rankommen, wenn sie den Bauchschnitt machen sollen, weil da einfach so viel Fett auf dem Tisch liegt. Natürlich sieht man es auch den Organen an, das ist ja so ein Gesamtkonstrukt. Nicht? Dann, was Sie auch schon sagten, Nice. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Natürlich spielt da auch die Gesamternährung, die Arteriosklerose rein. Das ist ja nicht nur Zucker, sondern die Leute, die Zucker essen, die essen dann auch gerne fettig. Nicht? Das ist der Hauptpunkt. Die Leute essen gerne fettig. Die essen zwar auch Zucker, aber er bringt es auf den Punkt. Die Leute essen gerne fettig. Und er isst offensichtlich anscheinend auch gerne bisschen fettig. Und dann gibt es nach dem Fettigen gibt es immer mal eine Süßspeise, nicht? Damit der Magen sich schön schließt und so. Nicht? Und dann gibt es auch noch mal ein Schnäpschen und das sieht man schon das Gesamte. Also jetzt nur Zucker sehen wir nicht unbedingt, aber das sind insgesamt die Ernährungsgewohnheiten. Ja, weil Zucker hat überhaupt nicht dieses Potenzial, ein Fett zu machen wie Fett. Fett ist der Fettmacher, Dickmacher Nummer 1. Wichtig ist halt, wie geht's einem? Wenn du mir jetzt sagst, du isst moderat Zucker, dir geht's super, du fühlst dich gut in deinem Körper, du bist fit, du hast keine Pickel, du hast kein Übergewicht, Kommen die Pickel daher? keine Gemütsschwankungen. Also sie hat recht, ja. Topic Nummer 1, beziehungsweise Punkt Nummer 1 ist, wie fühlt man sich mit dem, was man macht? Hat man die Energie, hat man die Fitness, hat man die Lust, die Laune, die Motivation, den Drang, die Leidenschaft? Oder lebt man halt vor sich hin, ja, vegetiert man vor sich hin? Und dann noch der Punkt mit dem Pickel, den fand ich ganz interessant. Das sehen wir noch im anderen Abschnitt. Also das, was Leute unter Süßigkeiten verstehen, ja, ist meistens Schokolade, Hanuta, Twix, Mars Bars, Bounty und so. Da ist sehr viel Fett drin und das bewirkt auch Pickel.